Linse Wonn, normalerweise sieht man euch Fahrerinnen auf der Piste im Renndress heute Abend mal unter den Fans. Macht das Spaß auf solche öffentlichen Auftritte? Ja, es macht sehr Spaß für alle, die Athleten. Ja, das ist nicht nur, dass wir keine gute Stimmung auf die Piste haben, aber sonst für die Siegerehrung und Startnummerauslosung und hier in St. Moritz ist es super Stimmung. Das Wochenende wurde heute eingeleitet mit der Superkombi. Als du ins Ziel gekommen bist, da hat jeder gedacht, oh, das war wieder eine super neue Bestzeit. Dann wurde sie aber doch noch unterboten. Hast du damit gerechnet? Nein, ich habe das nicht gewusst, wie schnell die andere Athleten war. Mein Ziel war nur, dass sie kein im Ziel kommen, weil die Maria war ausgeschieden im Super-G und mein Hauptziel war, Punkte für die Gesamtweltcup zu holen. Und habe ich meine Taktik gewechselt nach dem Super-G und ein bisschen zu vorsichtig gefahren, aber es passt schon. Ich habe dritten Platz gemacht und das war ganz gut. Es bleiben noch zwei Rennen. Vor allem am Sonntag hast du am Morgen ein kleines Problem. Weißt du warum? Na? Roger Federer spielt dann das Finale in Melbourne und du wirst wahrscheinlich dann auf der Piste sein. Ja, ich habe das auch gemerkt heute. Er hat die Halbfinale gegen Tsonga gespielt heute und habe ich leider nur einen Satz gesehen und so weiß nicht, was ich machen kann. Morgen habe ich schauen, ob ich kann zwischen die Besichtigungen und Rennen, dass ich kann ein bisschen von Rogers schauen. Hast du ihn schon einmal getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen beim French Open, weil er hat gewonnen letztes Jahr und auch beim Wimbledon. So, ja, ich kenne ihn nicht ganz gut, aber ich sage zu seinem Manager immer viel Glück und ja, ich hoffe, dass er kann morgen gewinnen. Hast du ihn mal eingeladen für ein Rennen? Ja, ich habe immer gesagt, er hat ein Haus in Lenzerheide und hat gesagt, immer wann wir ein Rennen da hast, dann kannst du sicherlich kommen, wann du willst. Und, aber ich glaube, er hat nicht so viel Zeit. Viel Erfolg trotzdem. Danke, danke. Sorry.